20. THW von 15 Sternchen. Die Recherchen, die du jetzt seit den letzten Jahren angestellt hast, seitdem du weißt, dass du dich aus der Zukunft retten musst. Du hast das Ritual selbst nie gesprochen, nur ein paar Probetestläufe. Nicht ernsthaft bist du eingetaucht, aber jetzt hältst du die Matrix fest, greifst danach und lässt dich in das Loch fallen. Du stürzt, stürzt und stürzt. Du merkst, wie die Paraphernalien um dich herum, die du in der festgehalten hast, die du um dich herum aufgebaut hast, sich auflösen. Wie du dich selbst auflöst, dein Körper zerbröselt und zerbröckelt. Du musst dich nicht verteidigen, hast du gesagt? Ich hoffe es nicht. Was hast du? Hat 6 Aktionen pro Kampfrunde. Schwanzschlag. Du merkst, wie du von hinten getroffen wirst. Vom Schwanz, der in deinen Körper fährt. Und 29 TP verursachen würde. Aufgespießt von einem dornigen Schwanz. Ja, ich wäre dann tot. Du wärst dann tot. Möchtest Ich du einen Schicksalspunkt verbringen? Trifft mich ja im ganzen Körper vermutlich mal, oder? Oder in der Wahrscheinlich die Brust? Brust von hinten. Also würdest du tatsächlich dann auch Brustschaden bekommen. In der Brust habe ich einen Schutz von 4 plus 2, 6 wären 23. Ich bleibe genau bei 0. Ja, möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ich habe gar keinen. Ich habe ihn gerade verbrannt. Genau, bei 0 ist nicht Dann tot. verbrenne ich meinen für ihn. Genau, bei 0 ist nicht tot. Ich dürfte Das ist davor. gut. Ich dürfte Aber er stürzt dann. Er würde runterstürzen. Ich würde Oh. meinen Schaden auswürfeln, oder? Ist zwar interessant wahrscheinlich, aber Ja, würfel gerne nochmal 3W6 zusätzlich. Ja, das bringt ihn halt um. Brustschaden sind nochmal Ja, 3W6 genau.3W6 minus 1. Nee. Minus 3, ja. Nein, es geht nicht um den Sturzschaden, Ah, es sondern geht um den um Wundschaden. Ja, drei okay. Ja, Wunden. Ja, okay. Ich bin aber ruhig. Zudem verbrennt den Schicksalspunkt. Aber mir, du merkst, wie der Schwanz in der Luft anhält. Du weißt nicht genau, was passiert ist. Die Zeit ist eingefroren. Dann siehst du vor dir einen dritten Abelmir? Er ist schattenhaft, genauso wie du. Aber das sind die Gewänder. Er sieht älter aus. Du weißt nicht genau, was passiert. Er reißt dich runter. Immer noch ist die Zeit eingefroren. Nickt dir zu. Und verschwindet wieder. Weggerissen von Satinav. Ich schaue ihm staunend hinterher und dann wird es wahrscheinlich schwarz um mich herum. Du merkst noch, wie dein Schatten zerrissen wird und du irgendetwas verlierst. Du fällst zu Boden. Der Moment rast an dir vorbei, Abelmir. Eben noch war er Vergangenheit, dann ist er Gegenwart und schon wieder ist er Vergangenheit. Du kannst nichts wirklich tun. Du hast es schon getan. Vor langer, langer Zeit. Und dann doch eben gerade wieder. Du löst dich auf. Die Paraphernalien, die du mitgegeben bekommen hast, zerbröckeln, zerbröseln. Und dann fällst du wieder. Du hast die Aufgabe, für die du von Satinav auserwählt worden bist, schon erfüllt. Doch gestraft werden musst du noch. So fällst du vom Jahr des Feuers, vom Schlachtfeld der drei Kaiser weiter, bis du dann mit einem Glocken auf hölzernen Boden fällst. Um dich herum ein Schiffsdeck. Es ist leer, bis auf die anderen von dir, die du erkennen kannst. Du siehst, wie du dich auf einem gewaltigen Kriegs- oder Schlachtschiff befindest und neben den anderen Abelmirs, die kämpfen, stehen, diskutieren, sich anschreien oder heulen. Einige stehen vorne am Deck und überlegen, ob sie sich vom Zeitstrahl runterstürzen sollen. Du siehst Jaranauten, gewaltige, ja, Wesen aus alter Zeit. Ein gewaltiges Steuerwesen, was auf der anderen Seite des Schiffes dir entgegenstarrt, dich mit einem einzelnen Kopfnicken begrüßt. Dass du nun auch an Bord stehst, an Bord Schiffes von Satinav. Um dich herum ist Chaos. Die anderen Abelmirs, mal sind sie jünger, mal sind sie älter. Einige Narben, die sie zieren, der eine in weiß, der andere in schwarz, der andere in grau. Wieder einer in blau, ein Sternengewand, einer in grün. Sie alle irgendwie in der Diskussion und du bist der neue Aufgeschlagene an Bord des Zauberschiffs.
Ich schaue mich um, ob ich einen Weg finde hoch zum Steuerrad. Ja, du kannst dich gerne umgucken. Du bist hier gerade gelandet. Wie gesagt, um dich herum, du siehst, wie zwei Abelmirs, gerade einer alt, einer jung, wohl gerade in einem Ritualkreis, den sie aufgezogen haben, versuchen da wohl gerade von hier zu entkommen. Andere Abelmire liegen tot und erschlagen in ihrem eigenen Blut, niedergestreckt von den Jaranauten. Auf dem Deck sind da wohl die Treppen runtergestürzt und haben es dann auf dem Hauptdeck versucht. Aber die Wächter, die dort stehen, einer alt, einer jung und einer scheint wohl mittig zu sein. Du kannst es an der Hornlänge erkennen, dass sie alle verschiedene Alter aufweisen, auch verschiedene Narben zieren. Der einen, der wohl eine frisch geschlagene Wunde hat, der andere eine verheilte Narbe und der wieder andere wohl blasse, weiche Haut. Je nachdem, wann oder wo die Wunde geschlagen worden ist. Der alte Jaranaut hat die meisten Narben, hat selbstverständlich auch die ein oder anderen frischen Wunden davon getragen, weil drei Abelmirs gerade mit ihm im Kampf sind. Komm zu mir! Wir übernehmen dieses verdammte Schiff und dann steuern wir zurück in die Zeit, in die wir gehören. Mon Dieu, du bist so einfältig. Du bist der Neue hier. Stell dich hinten an. Verdammt! Kommt oder sterbt hier! Ist mir einerlei. Die anderen haben es schon versucht. Ihr seid ich, kämpft und sterbt. Oder kämpft und lebt, ist mir einerlei. Kommt jetzt! Dann stirb wie die anderen. Du hast doch keine Ahnung. Du siehst wohl, wie einer gerade irgendwie dem Wahnsinn nahe ist. Stand vor einer Reling, hat sich den Kampf angeguckt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das schaffen wir nicht. Noch so ein Überheblicher, der gerade eingetroffen ist. Und dann dreht er sich um und springt vom Zeitenschiff runter und du siehst wohl, wie er nicht aufschlägt im Wasser, sondern in dem Zeitenstrahl nach unten zerfällt, zergeht, zu Staub zerrieselt und einfach verschwindet. Verdammt, Idioten. Ich würde mich irgendwie im Sprint, also schnell wie möglich, probieren, Richtung Heck des Schiffes zu kommen. Ja, beweg dich gerne. Ja, bis dahin kommst du relativ gut. Du siehst da wohl gerade, wie die Abelmirs sich gegenseitig anschieren. Einer wohl in schwarzer Robe, zwei andere in grauer Robe und einer sogar noch in dem Weiß. Alles irgendwie verschiedene Realitäten oder Zeiten, die hier aufeinander getroffen sind. Und jeder wird versucht, vom Wächter der Zeit daran zu hindern, dass er jetzt gegen diesen Zeitenfrevel büßt. Sie haben da wohl gerade irgendwie ihre Waffen gezogen, schauen den anderen Abelmirs beim Kämpfen zu. Und du siehst wohl, wie auch einer akzeleriert ist, bei dem anderen leuchtet Endurium auf, also die Schienen, die auch du trägst. Das sind teilweise die gleichen Abelmirs, also nicht jeder ist verschieden. Kann ich probieren, hinter einen dieser Wächter zu kommen, hinter diesem Dorf? Hinter welchen? Das ist es gibt den jungen Jaranauten, den normalen und den alten. Du kannst dich natürlich an den normalen heranstellen, klar. Dann würde ich ihn probieren, von hinten abzustechen, wie es meine Art ist. Okay. Wird vorhin an ihr anschleichen? Wird es einen Schleichenbomber haben oder sowas? Keine Ahnung. Nee. Die sind gerade, wie gesagt, alles im dynamischen Kampf. Du siehst, gerade als du dann runtersprintest, runterrennst, siehst du wohl, wie einer der Abelmire gerade, er führt wohl einen Kampfstab, ihm wird gerade der Schädel zertrümmert und bricht dann auf dem Unterdeck zusammen oder auf dem Mitteldeck, sodass dann nur noch ein weiterer Abelmir mit ihm im Kampf ist, an dem er sich dann auch kümmert, schiebt ihn so ein bisschen mit dem Kampfstab weg. Auch weiter in die Richtung und du stehst dann in seinem Rücken. Ich würde ihn probieren, die Sehnen an seinen Füßen zu schneiden. Kann ich die Rasse interpretieren, wo da die wichtigen Sehnen in den Unterschenkel liegen, dass sozusagen er sich nicht mehr fortbewegt? Du darfst, es ist im Prinzip eine Anatomieprobe auf Jaranauten. Die erschwert irgendwie? Keine Ahnung. Die ist selbstverständlich erschwert, weil es die Tiere auf Aventurien nicht gibt. Dann würf ich mal von mir und sag mal, die erschweren das ganze Alter auch. Genau. 9 Sternchen. Nee, reicht nicht. Also dafür darfst du keine eigenen Gebiete ansagen. Du darfst natürlich jetzt für -5 in den Rücken stechen. Das kannst du tun. Hat er aber Kniegelenke? Er hat Kniegelenke, ja. Aber du weißt nicht, ob die nach vorne oder nach hinten gehen. Dann würde ich dahin stechen, wo ich denke, dass Kniegelenke hinten beim Menschen sind und dann probieren, die Kniegelenk zu zerschneiden.
also hinten mit dem Säbel sozusagen durchzustechen, durch sein Kniegelenk nach vorne, dass sie sozusagen vorne rausguckt. Du siehst wohl, wie du zustichst und triffst, würfel gerne deinen Schaden aus. Und während du triffst, siehst du, wie dir dein Schwert wieder zurückgespult wird, dein Arm sich einzieht, du 1, 2, 3 Schritte nach hinten tust, genauso wie es der Jaranaut tut, und plötzlich blickt er dich an. Die Zeit ist um 3 Sekunden zurückgespult. Und er schlägt zu. Verdammte Betrüger. Es scheint wohl so eine Art Gefahreninstinkt oder Prophezeiung zu sein, aber hier auf diesem Schiff funktionieren die Kampfregeln nicht so, wie du sie gerne hättest. Und dann schlägt der Jaranaut mit seinem Stab zu. Wie gesagt, deinen Schaden hast du schon gewürfelt, der kommt aber nicht an. Er würfelt 22, oder auf die 22, er sagte ich einen Wuchtschlag 5 an. Und mit der 1 ist das getroffen. Bestätige die 1 sogar nochmal. 10 ist bestätigt. Und dann macht er 3W6 und diese werden verdoppelt. Das sind 24 TP. Sein Kampfstab. Und wohin schlägt er? 29, er hat einen plus 5er Wucht angesagt. Achso, richtig, genau. Der Wuchtschlag wird auch verdoppelt, ne? Nein, oder? Nein. Bei Ansagen 1, beim Crit wird nicht verdoppelt. Sind 24 plus 5, 29. 29. Den Schildarm oder wohin? Ich habe jetzt mal gewürfelt für dich jetzt mal, keine Ahnung. Genau, er würde auf den Schildarm treffen, du kannst aber selbstverständlich auch parieren. Das Parieren funktioniert zumindest normal. Also ich habe es geschafft, die Parade. Aber du merkst auf alle Fälle, wie dein Arm erzittert, es knackt einfach vernehmlich. Du hast eine halbe Parade, bei einem Crit, weil er gekrittet genau. hat. Richtig, stimmt. Du 19 damit ist es nicht geschafft. Ist nicht geschafft. Ja, dann nicht. Dann kriege ich jetzt 29 Schildarm, da habe ich einen Rüstungsschutz von... nicht so, doch von 4. Ist ja recht arm. Sind 25? Wochen, ne? 25, ich habe noch 24. Nee, ich bin tot. Wir haben es gerade eben in der Aufnahme gehört. Null ist nicht tot. Aber minus 1 jetzt. Minus 1 ist auch nicht tot. Minus Konsti ist tot. Ich habe ja nicht regeneriert in der Nacht, oder? Nee, stimmt. Nee, in dem Fall habe ich minus 1. Minus 1? Mhm. Okay, dann kannst du sehen, wie du mit dem ersten Schlag vom normalen Jaranauten zurückgeschlagen wirst. Ebenso wie der zertrümmerte Kopf von Abelmir wohl eben wirst auch du in die Ecke gemanscht, kannst dann auch an der Reling hängen bleiben, bevor du deinen Zeitenstrahl dich auflöst. Möchtest du ja deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann kannst du sehen, wie einer der anderen Abelmirs von oben herunterläuft. Du bist aus dem Kampf rausgestorben, während die anderen da wohl gerade den Kampf suchen. Du siehst dann wohl, wie sie dann ihre Säbel, wie gesagt, schon genommen haben, wollen jetzt ebenso in diesen Angriff gehen und versuchen da wohl so eine Art Team zu bilden mit 4 Abelmirs. Aber auch ihnen geht es genauso, wie es dir eben ergangen ist. Eine Art Gefahreninstinkt oder Prophezeiung des Jaranauten triggert. Und du kannst sehen, wie auch sie jetzt in diesen Kampf verwickelt werden. Der andere Abelmir, der dich gerade gerettet hat, zieht dich von der Reling weg und geht so ein bisschen 7 Meter Abstand. Sie kämpfen anders. Ich glaube, du musst es mit deinem Oculus versuchen. Sie betrügen die Temporalzeit. Würde hier ein Transversales funktionieren? Wahrscheinlich nicht, nein. No, das funktioniert doch nicht. Hast du noch astrale Energie? Meine ist Fuji. Ja, habe ich noch. Solange die Wunder schied. Ich habe ja diesen besonderen Ring, der mir im Laufe der Zeit in Balsam verpasst. Die 15 LEP wieder zurückgibt, ja. Genau. Da würde ich wahrscheinlich so langsam wieder in die Nullerzone, bis in die Positivzone wieder zurückbringen. Und ich würde dann einen Oculus anschmeißen. Ja, liegst da noch weiter auf dem Deck, kannst dann aber auch wieder den Oculus würfeln, deine Augen der Matrix anpassen. Und siehst dann, je nachdem, was dein Oculus sagt. Die 20, wieder die 20 dabei. Das ist mein Schicksal. 13. Du siehst. Aber dein Schicksal ist echt beschissen. Du siehst ja wohl, dass
nicht nur die Zeit durch die Ranauten läuft, auch durch Satinav, der ganz am hinten am Ende steht und ja noch viel gewaltiger ist als die anderen. Auch die Ranauten selbst sind schon riesig, gewaltig groß, 4 Meter, also sie überragen selbst Rafim. Aber du siehst wohl, wie die Ranauten miteinander verbunden sind. Und zwar über den Jungen zum Mittleren zum alten Ranauten. Und dann, wenn du an dem im Mittleren, du guckst dir das Knie an, die Wunde, die du geschlagen hast, die wieder zuheilt, auch wenn du sie nie geschlagen hast, weil sie im Temporal, in der Temporalschlaufe wieder sich verliert. Aber du kannst sehen, wie sie wohl von dem mittleren Ranauten zum alten überläuft und an der Stelle, wo du ihn nicht getroffen hast, beziehungsweise wo du ihn getroffen hast, die Narbe sich gebildet hat, ein kleiner Punkt, dort wo du zugestochen hast, bildet sich auch am alten Ranauten. Das bedeutet Umkehrschluss, wenn wir den alten vernichten, erst dann den mittleren, dann den jungen, dann müssen wir sie besiegen können. Dann müssten wir alle besiegen können. Das bedeutet im Umkehrschluss. Wir übernehmen diese Herrschaft über das Schiff. Mon Dieu, hör doch zu. Du hast es eben doch schon fast gelöst. Wir töten erst den Alten, dann den Mittleren, dann den Jungen. Divers. Erst den Jungen, den Mittleren, dann den Alten. Du hast es doch gerade gesehen, wie die Narbe entsteht, du Idiot. Die Wunde wird übertragen, ja. Wenn du dem Jungen-Ding dann den Arm abschlägst, gibt es keine Narbe. Für den Mittleren mehr, dann hat er auch keinen Arm mehr. Und der Alte dann auch nicht. Ja, dann schlag ihm doch den verdammten Arm ab. Nicht den Mittleren, auch nicht den Älteren, den du gerade angegriffen hast. Wir müssen uns auf die Jungen konzentrieren. Aber die älteren Abelmiere hören nicht auf mich. Du kannst das einmal ploppen hören und du siehst, wie auf dem hinteren Deck ein weiterer Abelmier aufschlägt. Satinav blickt mit einem weiteren mitleidigen Auge auf den Neuankömmling. Und auch der blickt sich erst einmal wieder verwirrt um. Ich zermarte mir den Hirn, ob es einen gemeinsamen Punkt gibt in unserer aller Vergangenheit, der uns allen vertraut, so unsere Geburt meinetwegen. Unsere Mutter, unseren Vater, unseren Vorfahren vielleicht. Ja, dann versetzt sich zurück in die Zeit, ins Horasreich Betana. Eine glorreiche Zeit war dir beschieden. Ich probiere mich an den Namen meines Vaters zu erinnern. Es fällt mir schwer. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht richtig dran erinnern. Verdammt, wie hieß er noch? Währenddessen kannst du sehen, wie von dem Oberdeck ein gewaltiger Unitatio Ignisfero aufsteigt. Einer der Abelmiere schreit einmal auf, als seine Hand verbrennt und dann stiebt die Ignisfero-Explosion in Richtung des alten Ranauten. Erinnert euch an Jacopo, Großvater, Großmutter, für Dibero, Quidora, Ancanio. Quatsch nicht, kämpfe. Ja, ich freue mich wieder hochzudrücken an der Reling. Na, du siehst wohl, wie weitere 2 Abelmirs weggefegt werden, wieder irgendwie Schädel eingeschlagen oder der Arm zerdrückt. Einer wird wohl irgendwie von der Hand gepackt, der junge Ranaute greift einfach zu und schmeißt ihn über Bord, während er sich auflöst. Greift diesen dort an! Das ist unsere Chance! Es ist die einzige Chance! Für den Huras! Für die Familie Yamorenes! Kriege ich eine Reaktion? Würfel mal eine Überredenprobe. Okay. Hast du irgendwelche Nachteile? Immerhin redest du mit dir selber. Ich habe Nachteile. Arroganz 6, also, Autoritätsgläubig 6, Eitelkeit 6. Eitelkeit 6, ja. Neugier, das hilft ihm in dem Fall. Neid hast du auch. Neugier? Neugier würde ich nicht nehmen. Prinzipientreue habe ich immer noch. Prinzipientreue würde ich aber auch nicht nehmen. Aber ja. Arroganz auf alle Fälle. Eitelkeit. Arroganz und autoritätsgläubig ist doch beides gut. Ich meine, er ist arrogant genug, sich selbst als Autorität zu sehen. Ja, das ist korrekt. Zumindest bist du neidisch. Ja, ich will vielleicht mal überreden. Überreden oder überzeugen? Überreden. Kurzfristige Aktion. 7 Punkte. Das reicht nicht.
Du siehst, wie es ein weiteres Mal ploppt. Der andere Ankömmling hat sich wohl mittlerweile oben hingestellt, zieht jetzt genauso eingebildet und arrogant wie du eben dein Schwert und rennt auf den alten Jaranauten zu. Er hat nichts verstanden. Er ist einfach so dumm, wie du vor 10 Minuten, vor 5 Minuten, vor 2 Minuten warst. Vor 20 Sekunden, seien wir ehrlich. Vor 20 Sekunden. Und dann siehst du, wie zwei weitere Abelmirs aufploppen. Auch sie bekommen einen mitfühlenden Blick von Satinov. Und du siehst, wie der alte Jaranaut schlägt wieder zu. Zwei Abelmire zerstieben und der neue Ankömmling ist da, begibt sich in den Kampf mit dem ein weiteres Mal. Und du wirst kurz daran erinnert, vor einer Minute, wenn hier Zeit überhaupt eine Rolle spielt, da bist du genauso arrogant von hinten an den Jaranauten herangetreten und hast geglaubt, du wärst die Erlösung. Ja, dann würde ich meinen zweiten Heiltrank nehmen. Du siehst, wie zwei andere Abelmire, die wohl schon länger dabei sind, standen auf dem Oberdeck, treten wohl an dich heran. So, mein Junge, was hast du nun vor? Wir müssen den Jungen töten. Das ist die Schlüssellösung. Die Wunden werden sonst übertragen. Dort ist unser Ziel. Greifen wir ihn an. Von allen Seiten. Er kann uns nicht entkommen. Mon Dieu, ich habe einen Gefahreninstinkt. Wir werden herrschen hier. Wir sind Abelmirs. No, es geht nicht ums Herrschen. Wir werden sie besiegen, verdammt nochmal. Kämpft um euer Leben, kämpft um euer Schicksal, kämpft um eure Seelen, was weiß ich. Aber kämpft verdammt nochmal gegen diesen dort. Tut es oder ich werde dich selber töten. So wahr ich hier stehe. Sie nicken. Die anderen Abelmire halten wieder nicht von dir. Es ploppt wieder zwei, dreimal. Und wieder Satinov blickt mit seinem erhabenen Blick, während andere Abelmire wieder unten im Nichts zerstieben. Dann kannst du mit deinen vier Leuten loslaufen. Ja, ich würde loslaufen, also ihn angreifen. Ja, dann würfel mal Athletikprobe, um an dem normalen Jaranauten vorbeizukommen, sonst schlägt er zu. Das ist nicht gut gelungen, aber es soll mir reichen. Kannst dann eben am Oberdeck vorbeilaufen, ihm in seinem Rücken und stehst und springst dann mit den anderen Verbliebenen. Einer wird wohl aufgehalten, die zwei Punkte, wird dann wohl auch über gegen die Reling gepfeffert. Aber mit drei weiteren Abelmirs stehst du dann vor dem jungen Jaranauten. Ich würde noch einen Wurfschlag wieder plus 5 sagen. Und muss ich werfen? Keine Ahnung. Ja, würfel. Kommt ja darauf an, ob du triffst, ob du gut triffst. Ich wollte meine Abschiene auflösen, weil ich bin. Das gibt mir, wie gesagt, eine Erleichterung, lass mich kurz gucken, von 10 Punkten. Also Attack plus 10. Und Inni plus 10 wird dann, aber die Inni ist wahrscheinlich egal. Ich habe eine 14 plus 10 Ansage. Also machen wir mal plus 10, Spaß dabei. Ja, dann mach die 10 Ansage. Das sieht getroffen aus. Gerade so. Egal. Nö, ist eine 10. Ja, ja, ich habe die Armschiene gibt mir einen plus 10er Vorteil, wie gesagt. Ja, ist richtig, stimmt. Und dann würde ich einfach. Wo triffst du? Sekunde. Du willst gerade den Bauch stechen, stichst zu, siehst, wie ein weiteres Mal deine Klinge aus ihm herausgleitet und zurück in deine Hand geht. Du ziehst die Hand zurück und der Stich heilt wieder zu. Dann siehst du, wie der Schlag von ihm wieder ankommt und er tritt, beziehungsweise sein Stab ist gerade gebunden mit dem Kampf mit dem anderen. Er tritt zu mit seinen riesigen Hufen nach dir und zwar macht er eine Finte 5, beziehungsweise 20. Er hat die 20 gewürfelt, er hätte auf die 20 getroffen, aber mit der Ansage hat er sowieso nicht gepackt und tritt an dir vorbei. Dann würde ich probieren, auf seinen Huf zu schlagen. Kann ich ja machen. Oder? Ja, im Prinzip klar. Dann würde ich da plus 10 an, auf deinen Huf, wahrscheinlich deinen linken Huf oder rechten Huf, keine Ahnung, auf den schlagen. Die Bauchwunde hat es aber auch wieder zugeheilt. Also, sie ist halt nicht existent, ne? Ich vermute, die Zeit hat zurückgespult ist. Die hat sich wahrscheinlich übertragen auf irgendjemand anderes. Nein. Oh. Die Zeit wurde zurückgespult. Du hast nie getroffen. Okay, die schummeln ja richtig. Ja, okay.
Okay, dann schlage ich nochmal +10 zu, wie gesagt. Also +-0 jetzt in dem Fall.